Ich würde sagen, wir starten pünktlich mit dem quasi Update zum Thema NIS2-Umsetzung hier in Deutschland. Ich freue mich über wahnsinnig viel Interesse. Es sind sehr, sehr viele Teilnehmer, sehr, sehr viele Anmeldungen und nur ein kleiner Teil der Teilnehmer, das konnten wir herausfinden, hat schon mal bei uns ein vergleichsweise oder vergleichbares Webinar besucht. Deshalb werde ich mit Sicherheit auch nochmal, aber nicht so umfangreich darauf eingehen. Was ist überhaupt NIS2? Warum gibt es das überhaupt und was sind die Inhalte? Aber Schwerpunkt wird heute sein, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Wo stehen wir aktuell? Was ist für die nächsten Wochen und Monate zu erwarten? Und was müssen wir daraus ableiten? Entweder für die eigene Organisation oder eben auch, wenn wir IT-Dienstleister sind, wenn Sie IT-Dienstleister sind, für Ihre Kunden. Ich freue mich, dass Sie da sind und starte. Mein Name ist Mike Wetzel und manche Teilnehmer werden mich vielleicht kennen. Ich bin seit 15 Jahren bei ISET, habe lange, lange Jahre das Channel-Team geleitet, also den Vertrieb, wenn Sie so wollen. Bin seit 4 Jahren Strategic Business Development Director und in der Funktion eben auch unter anderem in verschiedenen Verbänden für ISET tätig. Unter anderem bin ich stellvertretender Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Sicherheitspolitik beim Bitkom. Wichtiger Titel, wichtiger Name. Ich sage das nur deshalb, weil in dieser Funktion ich die Gelegenheit hatte, sehr früh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, die jeweiligen Entwicklungsstände des NIS2-Umsetzungsgesetzes kommentieren zu dürfen, in die Hand zu bekommen und mich dazu auch, ich konnte mich dazu eben auch austauschen, nicht nur innerhalb des Verbandes, sondern auch mit den zuständigen Mitarbeitern, zum Beispiel aus dem Bundesinnenministerium oder anderer Institutionen, die betroffen sind. Ja, wir wollen in den nächsten Minuten, vielleicht 40, 45 Minuten mal schauen, ein bisschen was sagen zum aktuellen Stand vor NIS2. Wo kommen wir eigentlich her und warum gibt es NIS2 überhaupt? Ein bisschen Inhalt NIS2 werden wir machen auf jeden Fall. Und Schwerpunkt, wie gesagt, wird die nationale Umsetzung und verschiedene Handlungsempfehlungen sein. Und ich bin natürlich offen für Ihre Fragen. Versuche das so ein bisschen im Blick zu haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne über den Chat stellen und ich werde versuchen, die auch direkt zu beantworten. So, ich hoffe, technisch funktioniert alles. Bei mir zuckt es hier immer mal so ein bisschen am Bildschirm. Ich hoffe, das ist bei Ihnen anders und Sie haben ein klares Bild. Okay, also die NIS2-Richtlinie oder der Status quo in Deutschland. Wo stehen wir? Wo kommen wir her? Und da nun ganz kurz, wir haben heute, ist ja nicht so, dass wir nicht heute bereits irgendwelche Regeln haben, irgendwelche Regulierungen zum Thema Mindestanforderungen im Bereich der IT-Sicherheit. Nur gelten die für sehr viel weniger Unternehmen und für sehr viel weniger Branchen, als das nach NIS2 der Fall sein wird. Wir haben also heute unser IT-Sicherheitsgesetz 2.0. De facto haben wir eigentlich nur 8 wirklich regulierte Sektoren, Staat und Verwaltung und Medien und Kultur, sieht man hier auch grafisch dargestellt, ein bisschen ausgegraut oder ein bisschen hellblau dargestellt. Also Gesundheit ist ein Thema, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung etc. pp. Da haben wir heute Regeln, aber eben auch nur für eine bestimmte Zahl von Unternehmen. Es gibt die sogenannte Kritisverordnung, die festlegt, dass nur Unternehmen, die mindestens 500.000 Menschen versorgen mit ihren Leistungen oder ihren Produkten zur kritischen Infrastruktur gehören, wenn sie in einem dieser hier regulierten Sektoren tätig sind. Das betrifft in Deutschland etwa 3.000 Organisationen aus diesen verschiedenen Segmenten. Und das ist mal der erste Punkt, dass der Gesetzgeber, in dem Fall der europäische Gesetzgeber, festgestellt hat, das reicht, wenn man sich Europa anschaut, nicht aus, nicht wirklich aus, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten und um Stabilität zu gewährleisten im Falle eines Falles. Und warum Europa? Unser nationales IT-SIG II geht natürlich auf die NIS-1-Richtlinie irgendwann mal zurück. Also es gab vor einer NIS-2-Richtlinie natürlich auch eine NIS-1-Richtlinie, die aber sehr unterschiedlich und inhomogen in Europa umgesetzt wurde in den Mitgliedsländern. Wie gesagt, bei uns führte das zum IT-Sicherheitsgesetz bzw. IT-SIG II und zur Kritisverordnung.
Und trotzdem muss man feststellen, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut und die aktuelle Bedrohungslage hinzuzieht, dann könnte es eng werden mit unserer Versorgung, weil die Unternehmensgrößen hier entsprechend gewählt sind. Bedrohungslage ist ein Stichwort, ist der zweite Punkt. Die sieht natürlich anders aus als noch vor ein paar Jahren. Wir verfolgen das ja nun tagtäglich, sehen, was in der Welt los ist und sehen eben unter anderem auch so etwas wie vor 14 Tagen die Vorstellung der Wirtschaftsschutzstudie 2024 von Bitkom und Bundesamt für Verfassungsschutz, wo berichtet wurde, dass die deutsche Wirtschaft innerhalb der letzten 12 Monate einen Rekordschaden erlitten hat durch Cyberbedrohungen, Cybervorfälle, nämlich 267 Milliarden Euro. Ich möchte Ihnen nur mal vor Augen führen, im Moment wird ja in Berlin oder wurde ja sehr heftig über den Bundeshaushalt 2025 diskutiert. Da reden wir über 480 Milliarden Euro. Der Schaden der deutschen Wirtschaft ist also weit mehr als die Hälfte des aktuellen Bundeshaushalts. Das ist auch eine unvorstellbare Größenordnung. Und ich habe mal noch ein paar Zahlen dazu geschrieben, sehen Sie ganz unten. 81% der Unternehmen in Deutschland sind definitiv Opfer von Cyberangriffen geworden, und zwar innerhalb eines Jahres. 10% vermuten das stark und die restlichen 9% haben wahrscheinlich keine Ahnung. Also das ist Stand der Dinge und wir sehen nach wie vor, ich sage das ja auch immer wieder in allen möglichen Vorträgen, wir sehen eine Professionalisierung auf der Angreiferseite. Und was mir ganz wichtig ist zu betonen, ist, es geht eben nicht nur seitens der Angreifer gegen lohnenswerte, riesengroße Unternehmen, sondern es geht eben auch gegen kleine, gegen mittlere. Die Low-Hanging Fruits werden immer interessanter und es geht immer mehr auch, wenn wir über Bedrohungslage reden, um Angriffe, zum Beispiel auf Lieferketten, auf ganze Branchen, auf ganze Ökonomien. Und das gibt doch Anlass zu erheblicher Sorge. Wir reden nach wie vor von einer hybriden Bedrohungslage und wir haben es nach wie vor auch mit einer sehr großen Anzahl an staatlichen Akteuren zu tun. Und da steht hier nicht, der Wirtschaftsschutzbericht geht davon aus, und wir kommen als ESET mit unseren Forschungsergebnissen zu ähnlichen Ergebnissen. China wird da ein immer wichtigerer Player, wenn es um diese Cybercrime-Themen geht. Aber natürlich sind wir als einer der maßgeblichsten Unterstützer der Ukraine auch im Fokus von russischen staatlich gelenkten oder staatlich unterstützten Hackerorganisationen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir müssen auf der Hut sein, auch im Mittelstand und gerade im Mittelstand. Und Deutschland ist nun mal mittelständisch geprägt. Wir haben 3 Millionen KMUs in unserem Land und nur wenige tausend größere Unternehmen. Deshalb spielt es da auch eine ganz, ganz große Rolle. Das Riskbarometer zeige ich auch immer mal noch. Sie werden das kennen, wenn Sie auch vielleicht schon mal einen Vortrag von mir gesehen haben oder auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Die Allianz analysiert regelmäßig und eigentlich ständig fortlaufend durch Befragung von Risikomanagement-Experten in vielen Ländern der Welt. Was glauben Sie, sind die größten existenziellen Risiken für Unternehmen? Und seit geraumer Zeit wird dort das Thema Cybervorfälle als häufigste Antwort genannt. Also Cybervorfälle sind heute das größte existenziell bedrohliche Risiko für Unternehmen. Ich hatte heute Morgen gerade ein Webinar, da ging es wurde mir die Frage gestellt, wie erreicht man denn, dass gerade Leitungsorgane in Unternehmen, die ständig sagen, also IT-Security kostet nur Geld, wie kriegen wir denn die sensibilisiert? Und dann habe ich gesagt, also ich zum Beispiel, indem man so eine Grafik hier zeigt, ja, also und die Dinge vor Augen führt, oder eben mit Betroffenen spricht, die schon mal Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Gut, das ist also der zweite Punkt, die Bedrohungslage. Der dritte Punkt ist eigentlich, und das ist etwas, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das habe ich in früheren Vorträgen so auch noch nicht drin gehabt, weil es da unsere eigene Studie noch nicht gab. Wir haben eine eigene Studie gemacht 2023 und jetzt auch 2024. Wir haben, Sie haben das eben gesehen, mehr als 350 Unternehmen gefragt, wo sie sich einordnen. Wir haben also unser bekanntes Zero-Trust-Reifegrad-Modell in Form dieser Pyramide, die Sie hier sehen,
vorgegeben und haben die Unternehmen gebeten, uns mal mitzuteilen, wo sie sich einordnen. Und wir haben ein paar Fragen gestellt. Da kamen auch wirklich erschreckende Dinge heraus. Also wir haben also bestimmt nach bestimmten Technologien auch gefragt, die eingesetzt oder nicht eingesetzt werden. Was soll ich sagen? 2023 war es so, dass also fast 70% der Unternehmen eine Ausstattung im Bereich IT-Sicherheit hatten, eine technische Ausstattung im Bereich IT-Sicherheit, wo wir als Hersteller sagen, das entspricht nicht dem Stand der Technik und das ist kein angemessenes Schutzniveau. Also wenn man hier die unteren beiden Ebenen nimmt, also wirklich nur den Schutz der Endpoints, der Server, eine Multifaktor-Authentifizierung, eine Verschlüsselung, Cloud-Sandboxing, dann hat man zwar einen gewissen Grundschutz, deshalb nennen wir das auch so Grundschutz Plus, aber es fehlt natürlich etwas Wesentliches, nämlich das ganze Thema Anomalieerkennung. Und wir haben also jetzt aktuell 61% der Unternehmen, wo wir immer noch sagen, das ist nicht ausreichend. Das Schutzniveau ist nicht ausreichend. Und Sie sehen immerhin noch 20% der Unternehmen, fast 20% setzen auf reinen Endpoint-Schutz. Das ist gefährlich. Das ist so, als würden wir, wenn wir mal über physischen Schutz reden, ständig unsere Haustür offen lassen. Also das ist wirklich etwas, das natürlich auch dem europäischen Gesetzgeber aufgefallen ist. Und jetzt kann man mal zusammenfassen, warum gibt es NIS 2, warum kommt hier die nächste Regulierung um die Ecke, die natürlich auch einen erheblichen Aufwand mit sich bringt für die betroffenen Unternehmen. Warum kommt ein Gesetzgeber auf so eine Idee? Ja, weil er sagt, wir brauchen Versorgungssicherheit und Stabilität in unseren Gesellschaften. Wir haben eine anhaltend hohe Bedrohungslage oder sogar eine, die ständig sich nach oben entwickelt mit Schadensvolumina, die gigantisch sind. Und wir haben auf der anderen Seite leider Unternehmen und einen Markt, der von sich aus keine Lösungen schafft oder nicht ausreichend Lösungen schafft. Und deshalb kommt es zu NIS 2. NIS 2 ist eine europäische Richtlinie und eine Richtlinie ist eben keine Verordnung. Also es gibt ja die sogenannten Acts. Wir kennen das von dem Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es den AI Act beispielsweise. Das ist eine Verordnung, die gilt 1:1 mit Verabschiedung in dem jeweiligen Mitgliedsland. Aber eine Verordnung, eine Richtlinie, so wie die NIS 2, ist mit einer gewissen Umsetzungsfrist in allen 27 Mitgliedsländern in nationales Recht umzusetzen. Und dabei können die Mitgliedsländer auch über den eigentlichen Anforderungsgehalt der Richtlinie hinausgehen. Also sie können abweichen davon. Die eigentliche europäische Richtlinie hat das Ziel, natürlich in Europa insgesamt für mehr Cybersicherheit und für mehr Abwehrfähigkeiten, also sprich Resilienz, zu sorgen. Und das Ganze soll eben auch insgesamt zu einer Harmonisierung führen, zu Standards, die europaweit gelten und auf die man sich dann eben auch verlassen kann. Ich kann schon mal sagen, wenn man das wirklich ernst gemeint hätte, und da kommt jetzt durchaus auch schon mal ein bisschen Kritik von Mike Wetzel, dann hätte man das als Act verabschieden müssen. Also im Moment beobachte ich einfach, dass es 27 Mitgliedsländer gibt mit 27 unterschiedlichen Umsetzungsgesetzgebungen. Und ich möchte nicht, oder wir sind es ja selbst, also ich habe durchaus Mitleid mit Unternehmen, die nicht nur in einem europäischen Land tätig sind, nicht nur in Deutschland tätig sind, sondern eben darüber hinaus, weil in jedem europäischen Land variiert diese Umsetzungsgesetzgebung etwas. Und das macht es für die betroffenen Unternehmen nicht gerade eben leicht, das ganze Handling. Also das Thema Harmonisierung auf der staatlichen Seite, da kann man davon ausgehen, wenn es darum geht, bestimmte Institutionen zu schaffen, die dann eben auch auf europäischer Ebene miteinander reden und ich sag mal gerade große Cyberkrisen, die länderübergreifend auftreten, da findet Harmonisierung statt und das wird das Handling sehr erleichtern und auch die Zusammenarbeit auf nationalstaatlicher Ebene verbessern, also innerhalb Europas. Aber wie gesagt, 27 unterschiedliche Umsetzungsgesetzgebungen, das wird nicht gerade eben eine Freude. Und auch das bringe ich immer ganz gern. Ich habe mir da nicht mal Mühe gemacht, sondern ich habe einfach nur mal aus dem Kopf aufgeschrieben, was ich so an sonstigen Regulierungen des europäischen Digitalmarkts sehe oder was da so kommt.
Freuen dürfen wir uns auf den Cyber Resilience Act oder Resilience Act. Das ist also, da geht es um die Produktsicherheit. Da werden Milliarden von digitalen Produkten, also alles, was Software ist, alles, was Hardware ist, alle Kombinationen aus beiden reguliert. Es wird mehr die Hersteller betreffen und diejenigen, die mit digitalen Produkten handeln, also auch unsere Reseller, ganz klar. Damit sollte man sich schon mal beschäftigen, ist aber noch nicht beschlossen. Dann haben wir diverse andere Sachen. Ich habe eben schon angesprochen, den AI Act. Es gibt den Digital Service Act seit längerer Zeit, den Solidary Act, also verschiedene Dinge. Und parallel zur NIS2-Richtlinie gibt es auch die sogenannte CER-Richtlinie, also die Richtlinie Critical Entities Resilience Directive. Und da geht es um den physischen Schutz, mündet in Deutschland im Kritis-Dach-Gesetz. Das hat es aber im Moment noch nicht mal über einen Referentenentwurf hinaus geschafft. Also das Problem ist, dass es hier noch Unstimmigkeiten innerhalb der verschiedenen Ressorts der Bundesregierung gibt, sodass es also hier noch nicht zu einem Regierungsentwurf gekommen ist. So, nur ganz kurz, was ist neu? Ja, was ist neu? Hier geht es eigentlich um die grundsätzlichen Inhalte. Ich habe ja schon gesagt, NIS2 und auch die nationale Umsetzung in Deutschland definiert Mindeststandards für die Cybersicherheit für öffentliche und private Organisationen, die ihre Dienste in der EU erbringen. Ich möchte nochmal betonen, die betroffenen Unternehmen müssen große Teile oder müssen diese Sicherheitsstandards, diese Cybersicherheitsstandards auch auf ihre Lieferketten anwenden. Also ich merke das auch bei uns selbst trudeln im Moment auch die ersten Schreiben ein, wo wir selbst als Hersteller und an Unternehmen, die betroffen sind von NIS2, zu bestimmten Dingen Auskunft geben müssen und gewisse Nachweise erbringen müssen. Also das betrifft uns. Auf der einen Seite sind wir selbst betroffenes Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir auch betroffen über die Lieferkette, weil wir in den Lieferketten von vielen betroffenen Unternehmen als Lieferant, als Hersteller auftauchen. Neben der NIS2 gibt es natürlich auch so sektorspezifische Vorschriften. Also da denke ich an ein Energiewirtschaftsgesetz oder an DORA, die Regulierung der Finanzwirtschaft in Sachen Cybersicherheitsstandards, die ab, ich glaube, Mitte Januar 2025 Geltung hat und anzuwenden ist. Also solche sektorspezifischen Vorschriften gelten vorrangig vor der NIS2. Und es gibt sowas, so branchenspezifische Standards, die sollen hier auch zusätzlich zur NIS2 Geltung bekommen und oder Geltung behalten und eben auch angewendet werden. Ich denke da zum Beispiel an den B3S-Standard für die Krankenhäuser. Das ist ja etwas Vernünftiges, das sich hier sehr gut einbinden lässt in das ganze Thema NIS2-Umsetzung. Die NIS2 und auch also die NIS2 selbst entscheidet zwischen Important Entities und Essential Entities. Wir in Deutschland machen daraus wichtige und besonders wichtige Einrichtungen. Und etwas, das es sonst in Europa meines Wissens nach nicht gibt, ist eine Subkategorie, also von den besonders wichtigen Einrichtungen oder aus dem Kreis der besonders wichtigen Einrichtungen. Da gibt es dann nochmal eine Subkategorie, nämlich die Betreiber kritischer Anlagen. Das alles ist definiert über entsprechende Anlagen zum Gesetz. Was ist eine kritische Anlage? Was ist eine wichtige Einrichtung, eine besonders wichtige Einrichtung? Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben es mit einer massiven Ausweitung des Scopes zu tun. Wir haben also jetzt nicht mehr 10 bzw. 8 Sektoren, sondern 18. Und wie gesagt, auch nicht mehr diese 500.000 Einwohnerversorgungs Kennziffer, sondern es geht um die Unternehmensgröße. Also ich greife schon mal vor, ab 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Euro Umsatz wird es spannend. Das ist der Maßnahmenkatalog, so wie er im NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, und zwar im Regierungsentwurf vom 24.07. steht. Da hat sich im Vergleich zu den vorhergehenden geleakten Referentenentwürfen nicht wahnsinnig viel geändert. Also es geht hier um Risikomanagementmaßnahmen. Man muss sich also anschauen, was habe ich eigentlich für IT-Assets? Wie kritisch sind die für meinen Geschäftsbetrieb? Was passiert, wenn die nicht mehr da sind? Wie lange kann ich meinen Betrieb aufrechterhalten? Kann ich das überhaupt? Wie lange halte ich das aus? Wie komme ich eigentlich wieder ans Laufen? Wie kriege ich die einzelnen Prozesse wieder ran? Das sind also Risikomanagementmaßnahmen, die sollen also einen
einem gefahrenübergreifenden Ansatz folgen. Maßnahmen sollen immer dem festgestellten Risiko angemessen sein, Klammer auf, es sei denn, der Gesetzgeber definiert etwas anderes, Klammer zu. Also in einigen Punkten macht der Gesetzgeber hier klare Forderungen, die man nur erfüllen kann, wenn man bestimmte Dinge, zum Beispiel eine bestimmte Technologie einsetzt. Die Dinge, die man tut, wenn man was Technisches tut, dann soll das auch dem Stand der Technik entsprechen. Also technische Maßnahmen, um Risiken zu minimieren, müssen dem Stand der Technik oder sollen dem Stand der Technik entsprechen. Und Stand der Technik ist heute zum Beispiel Anomalieerkennung, Cloud Sandboxing etc. pp. Also mit einem reinen Endpoint-Schutz werde ich hier nicht angemessen und nicht compliant sein können. Das ist anzunehmen. Also es geht hier um diese 10 Punkte im Wesentlichen. Eine Risikoanalyse soll man machen, und eine Risikobewertung. Man soll sich einfallen lassen, wie man am besten Sicherheitsvorfälle bewältigen kann. Und Sie sehen, das ist also nicht gerade geeignet, um das an irgendeinen potenziellen Dienstleister zu schicken und zu sagen, mach mal was draus. Sondern das ist eine Grundlage, auf der man sich, wie soll ich das sagen, Gedanken machen muss und selber zu Lösungen finden muss. Also welche Technologien gibt es denn eigentlich? Was ist denn Stand der Technik? Und wie kann ich welche Assets eigentlich, wie schütze ich meine Cloud-Lösungen zum Beispiel, was ich in der Cloud habe? Wie schütze ich Lösungen, die ich on-prem betreibe? Was ist State of the Art im Bereich Multifaktor-Authentifizierung oder Verschlüsselung? Das sind Dinge, die muss man sich überlegen. Da gehört natürlich auch dazu, dass man sich den Markt anschaut. Gegebenenfalls braucht man auch hier Beratungskompetenz. Da spielen also die IT-Dienstleister eine ganz entscheidende Rolle. Und kleiner Sidestep von mir an der Stelle. Ich glaube, dass die meisten IT-Dienstleister längst begriffen haben, dass auch sie das Gesamtpaket an IT-Sicherheit nicht mehr aus einer Hand liefern können. Also von dem Thema ISMS, von dem Thema Risikoanalyse bis zum Thema Incident Response über solche Dinge wie Security Operations Center as a Service, das wird kaum noch aus einer Hand zu bekommen sein. Und es wird aus Anwendersicht natürlich so sein, dass man sich an, gerade wenn man ein KMU ist, an den einen Dienstleister wendet und sagt, bitte sorge hier für eine angemessene Lösung. Ich bin ja dazu verpflichtet, schlag mir hier was vor. Aber dann ist es eben, glaube ich, sehr wichtig, auch auf der Seite der IT-Dienstleister zu schauen, welche Allianzen, welche Kooperationen, mit welchen Partnern kann ich eingehen, um meinem Kunden wirklich angemessenen Schutz auf einem hohen Niveau, in einer hohen Qualität ganzheitlich anbieten zu können. Das wird sicher ein großes Thema werden für die Zukunft und ein großes Geschäftsfeld auch. Wenn wir über ISMS reden, dann reden wir ja immer oder sehr oft in Deutschland über ISO 27001 und da gibt es viel Ehrfurcht, das nehme ich wahr und das ist ein großes, mächtiges Tool und so weiter. Und dann kommen so kleine Unternehmen um die Ecke und sagen, und das soll ich jetzt hier einführen. Und deshalb hier mal eine Auflistung von Alternativen, von denen ich nicht mal also wirklich sagen kann, ob die definitiv da mithalten, ob die standhalten. Aber das sind mögliche Alternativen, die insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen unterhalb der ISO 27001 angewendet werden können, die aber auch der grundsätzlichen Anforderung gerecht werden, dass man dann eben im Prinzip ein Informationssicherheitsmanagementsystem hat und betreibt. Logisch, hier gehe ich jetzt mal ganz schnell durch. Es gibt im Gesetz, habe ich schon gesagt, eine Definition, was ist eigentlich eine wichtige, was ist eine besonders wichtige Einrichtung. Alle Unternehmen, die betroffen sind, müssen sich beim BSI registrieren. Das muss dann passieren, wenn das Gesetz, das Umsetzungsgesetz gilt. Dann haben die Unternehmen 3 Monate Zeit, sich zu registrieren. Und ich kann, was den bürokratischen Aufwand am Anfang angeht, ein bisschen den Dampf rausnehmen. Die gesetzlichen Anforderungen sind von Referentenentwurf zu Referentenentwurf und jetzt auch im Regierungsentwurf nochmal ein Stück weit reduziert worden. Also eigentlich müssen nur noch die Betreiber kritischer Anlagen mit ihrer Registrierung beim BSI auch Auditberichte, Zertifizierungen, Prüfungsprotokolle, Prüfprotokolle, Mängelberichte und solche Dinge mit angeben. Die, ich sage jetzt mal, normalen, wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen bleiben davon verschont.
Aber das ist natürlich auch trügerisch, ja. Also es gibt nicht die Verpflichtung, das mit der Registrierung einzureichen, diese Dokumente mit der Registrierung einzureichen. Das entbindet sie aber leider nicht davon, es zu tun. Und es entbindet sie auch nicht davon, Dinge intern zu dokumentieren. Und diese Dinge können und werden geprüft werden, dann eben ex post von entsprechenden Einrichtungen des Staates im Verdachtsfall oder im Anlassfall. Und ganz kritisch wird es natürlich, wenn Sie Opfer eines Cybervorfalls sind, der meldepflichtig ist und der einen gewissen Schaden auch verursacht hat, bei Ihnen, vielleicht auch bei Ihren Kunden oder Lieferanten, dann wird es spannend, ob Sie compliant gewesen sind oder nicht, sich das anzuschauen. Denn das ist möglicherweise natürlich dann auch ein Fall für eine entsprechende Sanktion, entsprechend des Sanktionskatalogs, den ich gleich noch zeigen werde. Und natürlich, wenn man Opfer eines Cyberangriffs geworden ist, das regelt auch dieses Umsetzungsgesetz, das NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Ich habe ein bisschen gelernt, dass ich es auch sauber aussprechen kann. Da gibt es natürlich dann auch festgelegte Unterrichtspflichten. Wen muss ich eigentlich unterrichten, wenn mir was passiert ist in der Richtung? Also ich muss meine Kunden über Sicherheitsvorfälle berichten oder eben auch Lieferanten, alle möglichen Geschäftspartner und da möglichst auch sagen, was ist bei mir passiert und was könnte eine mögliche Folge für dein Unternehmen sein. Also diese Informationspflichten gibt es, diese Unterrichtspflichten. Und es gibt natürlich Meldepflichten. Und jetzt haben wir also eine Meldepflicht nach DSGVO an die Landesdatenschutzbeauftragten. Wir haben eine Meldepflicht künftig über das Kritisdachgesetz, wenn Sie Betreiber einer kritischen Anlage sind. Die gehen in Richtung Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und wir haben hier Meldepflichten nach NIS2. Und vielleicht gibt es auch noch andere Meldepflichten. Aber ich habe nur mal die drei jetzt hier analysiert. Aber hier nach NIS2 und nach NIS2-Umsetzungsgesetz ist eine Frühwarnung an das BSI zu melden, 24 Stunden ab Kenntnisnahme. Was zu melden ist, welche Sicherheitsvorfälle überhaupt signifikant sind, dazu wird es noch eine Durchführungsverordnung geben. Es gibt bereits einen Entwurf für eine Durchführungsverordnung, da zeige ich Ihnen nachher mal ein bisschen was draus. Der betrifft aber nur Unternehmen der Digitalwirtschaft und da auch nur Ausgewählte. Aber spannendes Thema. Also es wird hier noch definiert, welche Sicherheitsvorfälle überhaupt meldepflichtig sind. Und bei den eben schon zitierten Unternehmen der Digitalwirtschaft kann ich Ihnen sagen, eine normale Betriebsunterbrechung von 10 Minuten ist ein meldepflichtiger Vorgang. Das ist also, wenn irgendein Dienst 10 Minuten lang nicht mehr erbracht werden kann, ist das ein meldepflichtiger Vorgang. Und es ist dabei eigentlich wurscht, ob das ein Cybervorfall ist oder nicht. Betriebsunterbrechung. So, also Frühwarnung nach 24 Stunden ab Kenntnis, innerhalb von 72 Stunden eine Folgemeldung mit einer Bewertung des Sicherheitsvorfalls und eben auch bereits Benennung von Indicators of Compromise. Und da haben wir zum Beispiel so einen Punkt, wie will ich diese Indikatoren der Kompromittierung, also wie will ich überhaupt Informationen dazu liefern, was ist passiert, wer war das überhaupt, wie sind die reingekommen, wenn ich nicht eine Anomalieerkennung einsetze? Also das ist ein spannendes Thema. Also Meldepflichten gibt es zuhauf. Wir reden über ungefähr 30.000 betroffene Unternehmen. Es wird spannend zu beobachten sein, wie das BSI als zuständige National Authority mit den Meldungen von 30.000 Unternehmen umgeht. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, es kommt nachher auch nochmal, das BSI plant eine Information Sharing Plattform, wo die gewonnenen Erkenntnisse aus all diesen Meldungen aufbereitet und der gesamten Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden sollen über so ein Information Sharing Portal. Ich meine, das wäre ja cool, das wäre ja wirklich eine wirkliche Verbesserung und wirklich ein cooles Tool. Aber dazu muss es eben erstmal Leute geben im BSI, die diese Meldungen auch bearbeiten, verarbeiten, kategorisieren und so weiter, ne? Die es irgendwo einpflegen in irgendwelche Datenbanken. Halleluja, das wird spannend. Spannend wird es auch für die Leitungsorgane, kann ich schon mal sagen. Denn habe ich schon ein paar Mal an anderer Stelle gesagt, dieser Begriff Security ist Chefsache gewinnt an Bedeutung. Von den ursprünglich geplanten Haftungsregelungen und wie sag mal,
Sanktionen gegen Leitungsorgane, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommen. Ist vieles nicht mehr im Gesetz aktuell. Also da gab es eine starke Lobby, die das wieder ein bisschen entkräftet hat. Also natürlich können Leitungsorgane nach wie vor delegieren und sie können sich auch gegen persönliche Haftungsrisiken versichern, aber das wird eben dann nicht ganz billig. Grundsätzlich sind die Leitungsorgane verantwortlich für das Initiieren, Genehmigen und Überwachen der geforderten Risikomanagementmaßnahmen. Sie sind verantwortlich auch für die eigene Weiterbildung. Also es ist verpflichtend, dass die Leitungsorgane in den betroffenen Unternehmen sich ständig weiterentwickeln und ständig weiterbilden zum Thema Cyberbedrohungen, Cybersicherheit, was ist dort angemessen, was braucht es, und dann da auf dieser Basis, auf dieser Wissensbasis eben auch agieren. Tun Sie das nicht, sieht der Gesetzgeber schlimme Sachen vor, bei denen ich immer ein bisschen schmunzeln muss. Also das geht bis zur Entziehung von Betriebserlaubnissen, Betriebsgenehmigungen oder ich sag mal anderen Dingen, die ich nur so als Berufsverbot interpretieren würde. Da müsste es aber wahrscheinlich doch sehr, sehr drastische Fälle geben. Und ich kann mir das schwer vorstellen, aber es steht im Gesetz. Also Sanktionen gibt es auch. Die sind auch abschreckend und heftig. Wie die zur Anwendung kommen, wird man sehen, und vor allem ab wann. Also wer nicht compliant ist und ist eine besonders wichtige Einrichtung, der muss mit 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Umsatzes rechnen, also bis zu, und die wichtigen Einrichtungen immerhin 7 Millionen oder 1,4%. Betroffenheit, nur ganz kurz, das sind die 18 Sektoren. Wer hier auf der linken Seite der Tabelle steht und 250 Mitarbeiter plus X hat oder eben 50 Millionen Euro, der ist automatisch besonders wichtig oder ein Betreiber einer kritischen Anlage. Alle anderen sind wichtige Einrichtungen. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Der Unterschied ist eigentlich liegt im Bereich der Sanktionen, der Haftung. Ansonsten müssen alle diese Risikomanagementmaßnahmen des Paragraph 30 gleichermaßen umsetzen. Das ist Fakt. Und davon bleibt keiner verschont. Und die Betreiber der kritischen Anlagen, die müssen zusätzlich verschiedene Risikomanagementmaßnahmen machen, die über den Paragraph 30 hinausgehen. Also zum Beispiel die bereits aus dem IT-SIG 2 bekannten Systeme zur Angriffserkennung. Ja, das bleibt also den Betreibern kritischer Anlagen vorbehalten. Und einige andere Sachen mehr, die müssen also nochmal ein bisschen zusätzlich aktiv werden. Und ich habe mal hier so ein paar Sachen aufgelistet. Sie bekommen ja von uns eben auch dann die Slides. Also wenn Sie jetzt fleißig mitgeschrieben oder fotografiert haben, sorry, ich hätte es gleich am Anfang sagen können, Sie bekommen natürlich die Slides. Und hier gibt es einen Link, der sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber da geht es zur Betroffenheitsprüfung des BSI. Also das BSI hat mittlerweile ein Tool entwickelt, das den Entscheidungsbaum des NIS II Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes abbildet. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber es ist eigentlich ein ganz hilfreiches Tool, wo man grundsätzlich mal feststellen kann, bin ich betroffen, bin ich hier dabei oder bin ich es nicht. Aber auch dieses BSI-Tool zur Betroffenheitsprüfung beantwortet nicht alle Fragen. Also so Sonderfälle, ich habe vorhin gesagt, es gibt Unternehmen, die sind mit vielen, vielen unterschiedlichen Entities, Tochterunternehmen, Niederlassungen in ganz Europa tätig. Es gibt so viele Sonderfälle, die mir mittlerweile auch begegnet sind, die Sie auch über diese Betroffenheitsprüfung, da finden Sie auch da keine Antwort. Das muss man einfach sagen. Und selbst wenn ich damit in Berlin Menschen aus dem Ministerium, die unmittelbar damit befasst sind, frage, dann zucken die teilweise auch mit den Schultern und sagen, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, interessant. Grundsätzlich gibt es aber neben dieser Tabelle, also dieser Sektorzugehörigkeit, lohnt es sich schon mal reinzuschauen in diese Anlage 1 oder Anlage 2, denn da gibt es nochmal eine Übersicht mit etwas detaillierteren Informationen, welche Einrichtungsarten, das ist der offizielle Sprachgebrauch hier, welche Unternehmensarten, welche Einrichtungsarten aus dem jeweiligen Sektor eigentlich betroffen sind. Ja, es ist also mitnichten so, dass man hier sagen kann,
Der gesamte Energiesektor, der gesamte Gesundheitssektor ist hier betroffen, sondern im Anhang 1 finden sich dann zusätzliche Informationen, die die Einrichtungsart nochmal detaillierter klassifizieren und sagen, wer ist da eigentlich dabei und wer nicht. Und das sind teilweise solche, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich habe es nämlich vorher, ich gebe, oute mich, jetzt habe ich vorher noch nie gehört, sind in den einzelnen Branchen solche NACE-Codes genannt. Das sind also Klassifikationscodes für bestimmte Wirtschaftszweige. Und auch da habe ich hier mal verlinkt, da gibt es eine Übersicht. Da gibt es also immer solche Abteilungen oder Abschnitte innerhalb einer Branche. Man kann dann relativ genau nachlesen, welche Unternehmensarten, welche Einrichtungsarten fallen eigentlich darunter. Und nach der Sektorzugehörigkeit oder der Einrichtungsart spielt eben das Thema Unternehmensgröße. Sie sehen das hier eine Rolle. Also wie gesagt, wichtige Einrichtungen bin ich bereits, wenn ich in einem dieser Sektoren tätig bin, wenn ich unter die beschriebene Einrichtungsart falle und mindestens 50 Beschäftigte habe. 50 Beschäftigte ist nicht viel. Es gibt auch so, das ist auch eine Frage, die im Moment keiner beantworten kann. Was ist denn mit Unternehmen, die diesen Monat 48 Beschäftigte haben und nächsten Monat 52 und dann aber wieder 49? Also die da immer so drumherum sich bewegen um solche Schwellenwerte. Das ist nicht hundertprozentig klar zu beantworten. Das muss man klar festhalten im Moment. Also das zur Betroffenheit. Die nationale Umsetzung, unsere Umsetzungsgeschichte ist eine Geschichte, die, ja, wie soll ich Ihnen das sagen, ich habe das ein oder andere graue Haar mehr bekommen in dieser Zeit. Also die Richtlinie ist ja im Dezember 2022, das ist also jetzt fast 2 Jahre her, veröffentlicht worden. Es gibt eine Vorgeschichte, die also wirklich weit zurückreicht. Seitdem weiß man, dass das kommen wird. Und dann gab es diverse geleakte Referentenentwürfe, die in den Verbänden auch schon diskutiert worden sind und die auch mit dem zuständigen Bundesinnenministerium, den Fachabteilungen dort diskutiert wurden. Aber es gab eben, es war klar, innerhalb der Bundesregierung unter den einzelnen Ressorts gab es unterschiedliche Auffassungen zu verschiedenen Themen. Und das hat dazu geführt, dass es eben keinen Regierungsentwurf gab. Also wir haben einfach Zeit verloren, unendlich Zeit verloren. Man muss wissen, am 17. Oktober, das ist also von heute an nicht mehr so wahnsinnig lange hin, 17. Oktober 2024, um das auch noch konkret zu machen, endet die nationale Umsetzungsfrist. Ich will Sie jetzt nicht schocken, aber ich kann eigentlich nur sagen, glücklicherweise reißen wir diese Frist, weil das den Betroffenen natürlich auch noch ein bisschen den Aufschub gibt, um vielleicht tatsächlich mit der Umsetzung der entsprechenden Anforderungen voranzukommen. Und da spielt auch die Umsetzung auf staatlicher Seite eine große Rolle. Ja, also gerade das BSI hat dort auch noch ein paar Hausaufgaben. Also ab 18.10. soll das eigentlich eine Anwendungsfrist geben. Und davon sind wir weit entfernt im Moment. Also oder nicht eine Anwendungsfrist, eine Anwendungspflicht, Entschuldigung. Aber wo sind wir aktuell? Also ich habe hier auch mal 3 Ressorts benannt, die zu den wesentlichen Ressorts gehört haben, die gesagt haben, Moment mal, stopp. Da gibt es Themen, die wollen wir umgesetzt haben oder die andere sagen, die wollen wir gerade nicht umgesetzt haben. Also das Auswärtige Amt beispielsweise hatte Bedenken wegen der im Ausland eingesetzten IT und der IT-Assets, weil im Moment managt man die selbst, jetzt sollte man die vom BSI managen lassen. Das sind also alles Dinge, die da zu Diskussionen geführt haben. Bis heute ist es übrigens so, und das muss man zur Kenntnis nehmen, dass dieser Kabinettsentwurf, dieser Regierungsentwurf, der im Kabinett am 24.07., Sie sehen das hier unten, beschlossen worden ist, das ist ein großer Kompromiss. Das ist einfach ein riesengroßer Kompromiss. Wichtige Dinge, die man eigentlich umsetzen wollte und eigentlich auch müsste, sind darin nicht geregelt. Und es gibt, ich war letzte Woche gerade in Berlin und hatte Gelegenheit, dort eben auch mit 2 Vertretern von Bundestagsfraktionen zu sprechen, die für ihre Fraktionen im
im Innenausschuss des Bundestages sitzen, weil da wird dieses Gesetz verhandelt im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss. Und zwar war das der Manuel Höferlin von der FDP, also Regierungspartei, Mark Henrichmann von der CDU. Und beide wollen zum Beispiel eine Regelung zum Thema, wie gehen wir in Deutschland mit Schwachstellen um? Also das BSI möchte Schwachstellen, sobald sie bekannt sind, auch veröffentlichen, sodass Unternehmen sagen können, ich schließe die daraus resultierenden Sicherheitslücken. Gibt aber andere Ressorts der Regierung, das Innenministerium gehört dazu, die sagen, nein, das wollen wir nicht, weil wie sollen unsere Ermittlungsbehörden dann arbeiten und unsere Dienste? Es geht um die Frage der Rolle des BSI beispielsweise im Moment. Also auch das ist ein riesengroßes Thema. Es gab ja sogar die Idee, eine Grundgesetzänderung herbeizuführen, um das BSI vollkommen loszulösen vom Bundesinnenministerium. Das wird nicht funktionieren, das hat man schon eingesehen. Jetzt redet man über irgendein Konstrukt, wo man das BSI formell unterhalb des Bundesinnenministeriums belassen will, aber das BMI soll weniger Befugnis haben gegenüber dem BSI. Also schauen wir mal, wie das sind alles Dinge, die sind in dem Gesetzentwurf nicht drin. Es geht zum Beispiel um die Frage, wollen wir einen Chief Information Security Officer für den Bund haben, einen Bundes-CISO? Ja, also ein CIO gibt es, aber keinen CISO. Und wer soll das machen? Da gibt es viele Diskussionen. Im Moment scheint die meisten Chancen zu haben, eine Lösung, bei der das BSI diese Rolle übernimmt. Also das sind Fragen, die sind heute im Gesetzentwurf bis heute nicht geklärt. Und es gibt Fraktionen im Deutschen Bundestag, die sagen, ohne dass es geklärt ist, verlässt dieses Gesetz den Deutschen Bundestag nicht. Und da darf man also jetzt mal gespannt sein, wie lange die da darum sich entspinnenden Diskussionen dauern werden. Also wir sind im parlamentarischen Verfahren, ja. Das sieht man auch auf der nächsten Seite. Das habe ich heute gerade noch bekommen. Mittlerweile ist es auch öffentlich. Das ist ein Dokument vom 23.07. aus dem BMI. Sie sehen hier Kabinettsbeschluss 24.07. Der Bundesrat hat den Regierungsentwurf am 16. August zugeleitet bekommen. Wir sind also kurz vor der ersten Lesung. Am 10.11. Oktober soll die erste Lesung erfolgen. Und dann gibt es eben entsprechende Anhörungen. Und Optimisten gehen im Moment davon aus, dass wir etwa im März 2025 ein gültiges Umsetzungsgesetz haben. März 2025. Von da an, also mit gültig werden des Gesetzes, mit dem Inkrafttreten des Gesetzes, gibt es fallbeilartig sofort eine Anwendungspflicht für alle verpflichtenden Maßnahmen daraus. Das gebe ich zu bedenken. Also ab da muss man eigentlich compliant sein. Das wird, Hand aufs Herz, zu dem Zeitpunkt niemand ernsthaft prüfen können. Also das BSI braucht hunderte von zusätzlichen Planstellen und der aktuelle Haushaltsplanentwurf des Bundes sieht nicht eine einzige, das BSI soll weniger Geld zur Verfügung bekommen, als es hatte. Damit ist ein Personalaufwuchs gar nicht sicherzustellen. Also meine Frage an meine Kontakte im BSI war, wie löst ihr das? Und dann haben die gesagt, indem wir einfach Leute aus anderen Abteilungen jetzt umbesetzen. Und die fehlen uns an anderer Stelle dann, aber wir brauchen die halt hier für die Umsetzung von NIS2. Also das ist schon ganz schön abenteuerlich, muss ich mal sagen. Also März 2025 ist durchaus ein realistisches Datum, aber Pessimisten sagen, also wenn man das wirklich abhängig macht von dem Status BSI, von verschiedenen anderen Dingen, dann werden wir diesen Zeitplan reißen. Nochmal, es gibt keine Umsetzungsfristen. Wenn das Gesetz in Kraft ist, gilt es und ist anzuwenden, dann müssen die Maßnahmen umgesetzt sein mit den entsprechenden internen Dokumentationen, mit allem, was dazugehört. Viele Spezialisten, dazu gehöre ich auch, kritisieren die völlig unzureichende Behandlung der öffentlichen Verwaltung. Also die Kommunen sind raus, die Bundesländer sind raus. Sogar normale Bundesbehörden mit Ausnahme der Ministerien sind raus aus dem ganzen Thema, haben diese Anforderungen nicht umzusetzen. Ich weiß aus verschiedenen Bundesländern, dass über
Landesgesetze oder Landesverordnungen die kommunale Ebene und auch die Landesebene verpflichtet wird, mit NIS2 vergleichbare Anforderungen umzusetzen. Ich weiß das aus Baden-Württemberg, ich weiß das aus Sachsen und aus einigen anderen Bundesländern. Also da wird man mal sehen. Kritikpunkt ist aber wirklich, Wirtschaft muss, Staat hält sich zurück. Wir haben das Thema Planstellen, das Thema Personalaufwuchs bei entsprechenden Bundesbehörden, wo es im Moment keine Lösung gibt. Da muss man mal abwarten, was passiert. Das Thema Information Sharing Portal habe ich angesprochen. Eine coole Idee, ein cooles Tool, wenn es das gibt. Aber es muss ja irgendwie gefüttert werden, ne? Und im Moment gibt es da, glaube ich, noch nicht so die ganz vielen Ideen dazu. Und ich würde mir auch wünschen, dass da die Wirtschaft durchaus mit einbezogen wird. Eine krasse Sache könnte der nächste Punkt werden, Paragraph 9 BSI-Gesetz wird zu Paragraph 91 NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Da geht es um die Untersagung kritischer Komponenten. Also kennen wir aus dem Bereich Telekommunikation die ganze Huawei-Diskussion beispielsweise. Hier reicht eine einfache Verordnung des BMI zu einer Komponente und dann kann das BSI sagen, die ist kritisch und die darf dann in der Wirtschaft, BMI kann also definieren, in welchen Sektoren das dann nicht mehr eingesetzt werden darf, die Komponente. Das wird ein Thema, ein Tool, da muss man mal abwarten, wie das BMI von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. Also als europäischer Hersteller sind wir da gerade ein bisschen entspannt, weil da machen wir uns nicht so große Sorgen. Wer aber viele Produkte von außerhalb Europas, insbesondere aus Asien, aus China einsetzt, das wird spannend. Okay, also da gibt es einige Kritikpunkte. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich hänge schon wieder maßgeblich irgendwie. Sicherheitsüberprüfungen sind ein riesengroßes Thema. Also wir müssen auf alle möglichen Dinge achten und Maßnahmen ergreifen. Aber es sind keine Sicherheitsüberprüfungen des Personals in kritischen Einrichtungen vorgesehen. Wir können also, wenn wir wollen, chinesische Geheimdienstmitarbeiter als IT-Admin beschäftigen. Das Gesetz hat hier leider keine weitergehenden Regelungen definiert. Es gibt eine unzureichende Abstimmung mit anderen Gesetzen und Regulierungen. Das könnte das ein oder andere Thema wirklich ein bisschen tricky machen in der Umsetzung. Das ist ein Satz, den habe ich da reingeschrieben, gravierende Defizite der deutschen Cybersicherheitsarchitektur auf staatlicher Seite im Wesentlichen bleiben bestehen. Die resultieren teilweise auch aus der total zergliederten Struktur. Ich habe eben schon gesagt, es gibt einen ersten Entwurf für eine NIS2-Durchführungsverordnung und die kommt gar nicht aus Deutschland, die kommt nicht vom BMI, obwohl das BMI solche Verordnungen auch erlassen könnte, sondern die kommt von der Europäischen Kommission. Und die betrifft im Moment betrifft fast alle Einrichtungsarten der regulierten Sektoren digitale Infrastruktur, also Social Media Plattformen, Managed Service Provider, Managed Security Service Provider, Cloud- und Rechenzentrumsanbieter und so weiter. Also das sind die Einrichtungsarten, die hier betroffen sind. Und diese Durchführungsverordnung legt zum einen fest, was sind eigentlich meldepflichtige Sicherheitsvorfälle? Und da gehören eben, wie gesagt, nicht nur Cybervorfälle dazu, sondern auch Betriebsunterbrechungen. Das Thema Reputation ist ein Schwellenwert. Finanzieller Verlust ist ein Schwellenwert. Also das sind alles Themen, die da geregelt sind in dem Entwurf. Und auf der anderen Seite werden diese Maßnahmen, diese Risikomanagementmaßnahmen aus dem Paragraph 30 respektive Paragraph 21 der NIS2-Richtlinie, die werden quasi genauer übersetzt. Also in dieser Durchführungsverordnung findet sich quasi eine Definition für das Thema Anomalieerkennung als anzuwendende Technologie für Managed Service Provider und Managed Security Service Provider. Da findet sich eine Definition zum Thema Vulnerability und Patch Management. Und zu anderen Technologien auch. Also da ist es etwas konkreter, ist es konkreter ausgeführt, welche Technologien sollen von den entsprechenden Unternehmen zwingend eingesetzt werden. Also, und für andere Sektoren kann man ähnliche Verordnungen erwarten. Die EU-Kommission wird ähnliche Verordnungen für andere Sektoren erlassen. Und außerdem, habe ich schon gesagt, ist es
BMI in Deutschland auch dazu berechtigt. Erfüllungsaufwand nur ganz kurz, Sie da nicht schocken, man rechnet also auf Seiten der Wirtschaft mit ungefähr 2,3 Milliarden Euro zusätzlichem Aufwand pro Jahr. Für uns als, wir sind Managed Security Service Provider, nach der Definition des Gesetzgebers. Und wir haben eben auch mehr als 50 Mitarbeiter, ne, ist halt so. Und machen geringfügig mehr als 10 Millionen Euro Umsatz. Also wir sind betroffen. Für uns bedeutet das, dass wir beispielsweise mindestens eine zusätzliche Planstelle schaffen müssen, die sich nur um dieses Thema kümmert. Also das sind die Technologien, können Sie mir glauben, haben wir einigermaßen. Das haben wir im Griff. Aber wir brauchen da trotzdem zusätzlich jemanden. Und das wird auf andere Unternehmen so auch kommen, auch zukommen. Und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, die Behördenseite, insbesondere die kommunale Ebene, nimmt sich ja hier raus im Moment. Es kann weitere Ausnahmen geben und hier sehen Sie mal das BMI oder das Bundeskanzleramt oder das Justizministerium, Verteidigungsministerium, Innen- und Justizministerien der Länder. All die können Ausnahmen definieren. Es entzieht sich gerade meiner Kenntnis, nach welchen Kriterien das erfolgt, aber es gibt bereits erste Beispiele. Wenn Sie das interessiert, können wir da gern drüber reden. So, was ist jetzt zu tun? Also ich erzähle das eigentlich seit der Anfangszeit dieser Vorträge, die ich halte. Die Zeit ist knapp. Man sollte sich also wirklich überlegen, wie fange ich an? Bin ich betroffen, ist die erste Frage. Das ist die erste Frage. Oder sind meine Kunden betroffen? Oder bin ich über die Lieferkette betroffen? Also wenn ich über die Lieferkette betroffen bin, darf man das nicht unterschätzen. Also ich erkenne bereits Fälle, wo Lieferanten angedroht worden ist, dass sie zukünftig nicht mehr Lieferant eines Kunden sein können, wenn sie nicht die Mindestanforderungen der NIS 2 genauso 1:1 erfüllen, wie das ein betroffenes Unternehmen tut. Und dann verlangt der Kunde eben auch entsprechende Nachweise. Also anfangen, unbedingt anfangen. Und ich sage, und das ist auch ein Appell, ich weiß ja, hier sind einige oder viele unserer Reseller auch mit an Bord. Sie sind der Trusted Advisor unserer Kunden und unserer gemeinsamen Kunden. Und wer sich das vorhin angeschaut hat, am Anfang des Vortrages, ja, über 60% der Unternehmen haben eine IT-Security-Ausstattung, die nicht Standardtechnik ist. Da müssen wir uns mit unseren Resellern mal an den Tisch setzen und müssen sagen, Leute, wir müssen unsere Kunden besser beraten. Und wenn ein IT-Dienstleister das aus einer Hand nicht liefern kann, dann bitte lasst uns gucken, wie wir Kooperationen und Partnerschaften entwickeln, um diese Gaps auf Kundenseite eben auch zu schließen. Also Pflichten identifizieren und ran. Budgets planen, das kostet Geld. Das ist Unaufwand. Und ich habe mal so vorhin mir spontan so ein paar Sachen, wie würde ich anfangen? Ich würde mal anfangen, mich zu fragen, wenn ich das nicht schon getan habe, welche IT-Assets habe ich denn eigentlich und welche davon werden eigentlich wirklich genutzt? Und Stichwort aktive Nutzung gegen Schatten-IT. Also ich kenne ein Unternehmen, die haben das mal untersucht und plötzlich standen da im Keller oder sonst wo 50 Server rum und bei entsprechender Nachfrage hat sich niemand mehr ergeben, der damit noch irgendwas macht. Also die liefen einfach so mit, natürlich ungepatcht. Also welche IT-Assets existieren, ne? So Asset Management, das wäre für mich mal das Erste. Wie kritisch sind diese IT-Assets für den Geschäftsbetrieb? Also Warenwirtschaft bricht weg. Ach du großer Gott, Super-GAU. Also ich muss da eine Risikoanalyse, Bewertung machen, Wahrscheinlichkeit des Eintritts, anzunehmender Schaden, all diese Dinge. Wer betreibt diese IT-Assets eigentlich? Das mag für Sie nach Pillepalle klingen, aber glauben Sie mir, ich kenne Unternehmen, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Mike, meine Warenwirtschaft tut nicht mehr. Und als ich die Frage gestellt habe, läuft die on-prem oder ist das was du von irgendeinem Service-Provider als Service beziehst, as a Service, da bekam ich ein Schulterzucken. Und das ist die Wirklichkeit. Also wer betreibt diese IT-Assets? Mit welchen technischen, organisatorischen Maßnahmen kann ein dem festgestellten Risiko angemessener Schutz realisiert werden? Da fängt es schon an, tricky zu werden. Dazu braucht man Wissen. Dazu braucht man Skills, Kompetenz. Und wenn ich die nicht selber habe, dann muss ich eben auch die Größe besitzen, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Ganz klar. Was ist Stand der Technik? Ja, ich verweise hier nochmal unter anderem auf die Handreichung vom Teletrust zum Thema Stand der Technik. Das ist ein bisschen
Naja, anstrengender Stoff und vielleicht nicht unbedingt für die Leitungsorgane gedacht, aber dafür gibt es ein White Paper von uns und das zeige ich Ihnen gleich. Wie können praktikable Notfallpläne und Wiederanlaufkonzepte aussehen? Also praktikabel, und das muss man auch trainieren, das muss man üben. Müssen Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern oder Kunden angepasst werden? Die Frage muss ich mir stellen. Und so weiter. Also das sind Sachen, damit würde ich mal reingehen in das Thema. Stand der Technik und Compliance, es gibt dazu, ne, Sie haben hier ESET.de/NIS2, da haben wir so verschiedene Informationen für Sie, auch für Ihre Kunden zusammengefasst und zwar so, dass es durchaus auch Nicht-Techies verstehen können. Ja? Also Stand der Technik für Nicht-Techies, NIS2 und die Lieferkette für Nicht-Techies. ESET-Lösungen, da fängt es schon an, spannend zu werden. ESET-Lösungen für NIS2 Compliance. Auf einer Seite der Tabelle stehen die Anforderungen aus dem Gesetz und auf der anderen Seite haben wir mal dagegen gehalten, welche ESET-Produkte und Services sind geeignet, um das zu erfüllen. Kann mitunter ein bisschen hilfreich sein. Und ja, das ist im Prinzip mein Update gewesen. Ich kann Ihnen nochmal hier die Pyramide zeigen. Da gibt es einige Dinge, die wir für relevant halten im Sinne von NIS2 Compliance. Zusammenfassend kann man sagen, NIS2 ist zwar ein Stück weit aufgeweicht worden im Vergleich zu den allerersten Referentenentwürfen. Und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr Konsequenz gewünscht, insbesondere auch auf der staatlichen Seite. Aber es kommt. Und es ist etwas, das möglicherweise auch den nicht regulierten Unternehmen ein cooles Tool sein kann, um Orientierung zu bekommen. Was braucht es eigentlich? Was ist eigentlich angesagt? Weil 267 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft ist einfach zu viel. Und wir müssen die Quote hochkriegen der Unternehmen, die eben mal nicht innerhalb eines Jahres Opfer von Cyberangriffen geworden sind und entsprechende Aufwendungen hatten. Also deshalb auch Appell an die nicht regulierten Unternehmen, nicht betroffenen Unternehmen, machen Sie was. Und Appell an unsere Dienstleister, schaut euch die Pyramide an und schaut euch die Unterlagen an und redet mit uns über das Thema Stand der Technik und lasst uns gemeinsam angemessene Lösungen für unsere Kunden bauen. Und herzlichen Dank, das war es von meiner Seite aus. Ich habe dummerweise jetzt hier nicht eine einzige Frage. Ich frage mal an meine liebe Kollegin, die hier mit in der Runde ist, wie ich an Fragen komme, falls hier Ja, irgendwo. hallo. Das Ja, ist da seltsam, ist die dass du die liebe nicht Kollegin. siehst. Das sind nämlich sehr, sehr viele Fragen. Vielleicht machen wir es einfach so, dass ich die vorlese. Dann Da musst wäre ich du dir nicht aber sehr suchen. dankbar, ja. Da wäre ich dir sehr dankbar. So, wir fangen mal an. Wenn eine Firma unter die Kritis-Richtlinie fällt und nun auch unter NIS2, wird dann Kritis obsolet oder für ihn dann NIS2 viel umfassender ist? Also unser deutsches Umsetzungsgesetz, ja, ersetzt ja im Prinzip, also im Prinzip bauen wir oder überarbeiten wir unter anderem das IT-Sicherheitsgesetz. Wir überarbeiten quasi, ne, also wer in das Gesetz mal reinschaut, der sieht, dass dort verschiedene Gesetze angefasst geändert werden. Dazu gehört das BSI-Gesetz, dazu gehört, was weiß ich, das Telekommunikationsgesetz und diverse andere Gesetze auch. Und so wird die bisherige Regulierung von Kritis durch dieses Thema NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz quasi ersetzt. Okay, gut, dann machen wir mal weiter. Eine etwas längere Frage. Die Wahrnehmung der Gefahrenquellen ist einfach nicht vorhanden. Die Verantwortung liegt beim CEO-Chef, dem ist oft sein Part nicht bewusst und schiebt seine Pflichten oft auf die IT-Leitung ab. Welche dann mit dem ISB im Konflikt, Moment, ich habe das Fenster so klein, im Konflikt steht. Hier wurden meiner Meinung nach die CEOs viel zu wenig mitgenommen. Keine oder nur wenig Kenntnisse hilft nicht, hier zukünftig widerstandsfähig zu werden. Es war mehr eine Aussage als eine Frage. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Es sollte im Interesse der jeweiligen Organisation und des jeweiligen Unternehmens liegen, wirklich auch für die entsprechenden Ressourcen zu sorgen. Ja, also, und Ressourcen meint sowohl Human Resources
und Skills und Kompetenzen aufzubauen, als auch technische Ressourcen und eben auch Raum zu schaffen, um organisatorische Maßnahmen einzuleiten und zu ergreifen. Aus meiner Sicht reicht Technik allein nicht aus. Technologie kann sehr viel Positives bewirken. Aber wir brauchen eben auch wirklich regelmäßige organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören eben die immer wieder zitierten Awareness-Schulungen für Mitarbeitende. Aber dazu gehören eben auch Notfall- und Rückfallkonzepte. Auch da gibt es zum Thema Backing, ja, Backup, ja, entsprechende Ausführungen ohne Ende. Aber so insgesamt, also ich habe wirklich von Leuten gehört, die Opfer eines Cybervorfalls geworden sind und die dann gemerkt haben, dass sie ja gar nicht mehr telefonieren können, weil ihre Telefonie IP-Telefonie war und eben auch betroffen. Also das sollte man sich vorher auch mal überlegen. Gut, hier habe ich eine Frage, die hast du im Laufe deines Vortrags schon beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Wird bereits ab dem 17. Oktober 2024 sanktioniert, falls das deutsche NIS2-Umsetzungsgesetz bis dahin noch nicht veröffentlicht, aber ein kritischer Cybervorfall passiert? Nein. Nein. Ja, erst nach Inkrafttreten des Gesetzes aber eben auch mit Inkrafttreten des Gesetzes muss man damit rechnen, ja. Gut, dann zum Thema Betriebsunterbrechung. Ist denn Betriebsunterbrechung definiert? Nur weil mal ein Server ausfällt, ist ja nicht zwangsläufig mein Betrieb unterbrochen. Also in diesem Entwurf für die Durchführungsverordnung von der EU habe ich gesehen, dass es da für die einzelnen Einrichtungsarten spezielle Beschreibungen gibt. Also ich habe das mal auf uns übertragen. Wir sind Managed Security Service Provider. Nehmen wir mal an, unser MDR-Service würde ausfallen. Er wäre also 10 Minuten lang nicht mehr verfügbar. Dann wäre das ein meldepflichtiger Vorgang. Also das kann ich nur dazu sagen. Also es geht hier, wenn wir intern ausreichend Redundanzen, keine Ahnung, ein Server fällt aus und ein anderer übernimmt quasi unterbrechungsfrei. Es entstehen also keine 10 Minuten Unterbrechung des Dienstes, Betriebsunterbrechung des Dienstes oder Verfügbarkeit des Dienstes für den Kunden. Dann ist das kein meldepflichtiger Vorgang. Also ich bin mal gespannt. Ich bin hier Kabel Deutschland / Vodafone-Kunde und habe einmal die Woche hier irgendwie für eine halbe Stunde kein Internet. Ich bin mal gespannt, ob das dann meldepflichtige Vorgänge werden oder ne, das ist eine Betriebsunterbrechung. Ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Dann die nächste Frage. Also muss die Bedingung 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Umsatz erfüllt sein oder reicht eine der beiden Bedingungen? Eine der beiden Bedingungen ist mein Kenntnisstand oder. Also 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen. Also wenn ich in einem der Sektoren tätig bin und auch die Einrichtungsart trifft auf mich zu und diese NACE-Codes, ich bin also in dem Bereich tätig, unzweifelhaft. Und ich habe von mir aus 15 Mitarbeiter, aber ich mache 20 Millionen Umsatz, dann bin ich trotzdem reguliert. Okay, gut. Wir nähern uns dem Ende. Eine Frage noch zum Thema Betriebsausfall. Sie erwähnten, dass schon ein 10-minütiger Ausfall eines IT-Systems unabhängig von Ursache oder Auswirkung intern gemeldet werden sollte. Ein Muss dafür gibt es aber nicht, oder? Doch, das ist dann Gesetz. Also eine Durchführungsverordnung hat den Charakter quasi, das ist quasi ein Gesetz. Diese Verordnung legt ja gerade fest, was sind meldepflichtige Vorgänge. Und melden muss ich in dem Fall an das BSI. Es geht hier also um die Meldungen an das BSI. Da wird es entsprechende formelle Anforderungen geben. Ich habe gehört, es wird ein Portal geben, über das man die Meldung abgeben kann. Aber da wird es natürlich schon gewisse Informationen geben, die dort abgefragt werden, die man bringen muss. Und wie gesagt, eine Durchführungsverordnung bestimmt, was sind meldepflichtige Vorgänge. Und ich könnte es Ihnen irgendwie zeigen. Ich habe ja die Durchführungsverordnung hier oder Sie schreiben mir und ich schicke sie Ihnen zu. Also im Moment ist das ein Entwurf, der diskutiert wird. Aber es zeigt sich schon aus den Diskussionen, die wir auch als Verbände, also ich kann nun für den Bitkom sprechen, für Teletrust sprechen, für ECO sprechen, für den Wirtschaftsrat sprechen.
Wir diskutieren also das mit den Verantwortlichen auf EU-Ebene, haben dort entsprechende Stellungnahmen abgegeben und ich gehe nicht davon aus, dass sich diese Durchführungsverordnung, die einzige, wie gesagt, die es bisher gibt, gibt es für die Digitalwirtschaft, dass sich da noch großartig etwas ändert. Also ja, eine 10-minütige Betriebsunterbrechung, wenn ich also, keine Ahnung, Cloud-Service-Anbieter bin und das ist dort so definiert, dann gilt das als meldepflichtiger Vorgang. Mit all dem bürokratischen Aufwand. Okay, dann habe ich noch zwei Fragen zum Thema MSP. Erstens, sind wir also als MSPs nun selbst betroffen von der NIS2-Richtlinie, unabhängig der Unternehmensgröße? Nein, auch für die MSPs gilt diese Einordnung, also gilt dieses Kriterium. Also wichtige Einrichtungen ist man dann ab 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Umsatz, besonders wichtige Einrichtungen ab 250 Mitarbeiter oder 50 Millionen Euro Umsatz. Darunter würde ich vermuten, dass man über die Lieferkette betroffen ist, weil also so ziemlich jeder MSP, den ich kenne, hat mindestens einen Kunden, der betroffen ist. Und das würde ich nicht ganz außer Acht lassen. Aber MSP selbst als betroffene Unternehmen, auch da gelten natürlich diese Größenangaben, ja, bei allen IT-Dienstleistern ist das so. Okay, und die letzte Frage ist im Prinzip die gleiche Frage. Das hast du jetzt schon beantwortet. Dann kann auch die Frage nach den Folien. Ja, die bekommen Sie natürlich selbstverständlich danach zur Verfügung gestellt und auch nochmal die komplette Webinaraufzeichnung. Können Sie auch gerne weiterleiten an Kollegen etc. Und damit, lieber Mike, überlasse ich dir die letzten Worte und wünsche allen schon mal einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Mir macht es immer wieder großen Spaß. Noch mehr Spaß würde es mir machen. Ich würde Sie auch richtig sehen dabei. Und ja, was ich Ihnen noch anbieten kann, ist, kommen Sie gerne auf mich zu. Sie haben mit dem Foliensatz auf jeden Fall spätestens dann auch meine Kontaktdaten. Ansonsten finden Sie mich bei LinkedIn oder sonst auch irgendwo über das Web. Kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie Fragen haben. Vielleicht kann ich nicht jede beantworten, aber ich kenne vielleicht jemanden, der sich damit auskennt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme und bis ganz bald, vielleicht auf der ITSA oder auf einem anderen Event und lassen Sie uns gemeinsam Lösungen schaffen. Bis bald. Ciao.